Herzlich willkommen und viel Spaß beim Video. Episode 2. Ort, an dem keine Dunkelheit herrscht. Willkommen zurück. Ich hoffe, Sie verzeihen es mir, wenn wir direkt anfangen. Wir haben einiges an Arbeit vor uns. Ich habe mich mit meinem Vorgesetzten getroffen. Sie möchten, dass wir diesen Testfall weiterführen. Sie sind der Überzeugung, dass Orwell fähig ist, das hier handzuhaben. Oh, und Sie natürlich auch. Meine Vorgesetzten stimmen mit mir überein. Basierend auf den von Ihnen extrahierten Informationen erscheint die Gruppe namens True untersuchungswürdig. Es scheint, dieser Goldfels ist eine wichtige Figur bei True. Daher haben wir nun die Freigabe erhalten, ihn als Zielperson zu behandeln. Mit Goldfels als Zielperson können neue Data-Chunks ihn in bereits bekannten Dokumenten verfügbar geworden sein. Denken Sie daran, diese nochmal genau durchzusehen. Hi. Wir fangen erstmal hier an. So, wir bekommen erstmal ein Bild von ihm. Hier. Ansonsten hier haben wir nichts mehr. Die Gedanken sind frei. Der Brief, wir sind auf der richtigen Spur, wie es aussieht. Bevor ich im Jahr in die Nation gewandert bin. Universale Wahrheit. Deswegen, okay. Eine Aktivistengruppe mit demselben Namen wie dieser Blog. Wenn Goldfels derjenige ist, der diesen Blog erstellt hat, dann hat er vielleicht auch diese Aktivistengruppe gegründet. War oder ist vielleicht sogar deren Anführer. Ein Einwanderer. Sprachfehler lässt grüßen, Nico. So. Schauen wir erstmal hier. Tut mir leid wegen gestern Abend, ich hätte vorbeikommen sollen. Hä? Er ist doch der Anwalt, wieso weiß er nicht, dass sie inhaftiert ist? Kollege. Deine Ische wurde inhaftiert und du bist ihr Anwalt. Wieso weißt du das nicht? Nee, sie kann nicht schreiben. Sie ist im Gefängnis, du. Spekulatius. So. Ich muss ja alle Sachen nochmal durchgucken. Eventuell. Machen wir eins nach dem anderen. Bontoner Bombenanschläge hängen offenbar zusammen. Timelines, und Rosen kündigen Zusammenarbeit an. Starke Regenfälle am Wochenende erwartet. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine richtige Rolle spielt mit dem Wetter. Aber wir gucken mal drüber. So. Zwischen den Anschlägen auf die Stelligan Universität und dem Freiheitsplatz in Bonten besteht ein Zusammenhang, schließen Experten.
Warnten, der Bombenanschlag, der gestern an den Universitäten stattfand, scheint mit dem Angriff auf den Freiheitsplatz Anfang dieser Woche in Verbindung zu stehen. Zu diesem Schluss kommt die Abteilung der Polizeikräfte, die die Fälle untersucht. In beiden Angriffen sei ein ähnlicher, mit reiner Boshaftigkeit geschaffener Sprengsatz verwendet worden, sagte Polizeisprecherin Steele oder Stelle. Die Briefe, die vor den Anschlägen eingingen, scheinen diesen Verdacht weiter zu untermauern. Während über deren Bedeutung immer noch gerätselt wird, Gerüchten zufolge wurden Überlegungen angestellt, die Anzahl der Strophen können die Anzahl der Bombenanschläge widerspiegeln, was die Frage nach einer möglichen weiteren Angriff mit sich brächte. Wir verstehen, dass einige Leute zu diesem Schluss kommen, aber wir sehen aktuell keinen unmittelbaren Grund, davon auszugehen, antwortete Stelle auf eine Pressekonferenz auf diese Theorie angesprochen. Inzwischen hat die Stelligen Universität erklärte, dass der Normalbetrieb unter diesen Umständen nicht fortgesetzt wird, sodass ihre Türen vorerst geschlossen bleiben. Die Universität hat außerdem eine spezielle Titelseite eingerichtet, um dort Opfern des Anschlags zu gedenken. Jo, heavy shit. Ja, die Liebe weitergeht. Cassandra hat wieder eine neue Polizeidatenbank. So, Inhaftierung, Angriff auf Polizeibeamten wieder aufgenommen. Die Verdächtige wurde in ihrer Wohnung festgenommen. Sie öffnete die Tür aus freiem Willen und verhielt sich kooperativ, nachdem sie von den Beamten über ihre Rechte aufgeklärt worden war. Ja. Gedanken sind frei. Ich habe fest daran geglaubt, dass wir in der Lage wären, Menschen zu überzeugen, wenn wir nur die Aufmerksamkeit auf Thought als Gruppe und das, wofür wir stehen, lenken könnten. Es scheint, dass mein Ehrgeiz wieder einmal zu groß war. Nach anderthalb Jahren dem Anwerben von zwei meiner Studierenden und Organisationen von drei Protestaktionen wie der am Freiheitsplatz, fühlte ich mich verpflichtet, mich zu fragen, wo wir stehen. Ja, also er hat die Protestaktion gestartet. Ja. So, was sich widerspricht. Um ehrlich zu sein, und bedauerlicherweise ist die Antwort auf diese Frage ein klares Nein. Wir haben uns von Wut und Hass auf diejenigen verzehren lassen, von denen wir dachten, dass sie uns Unrecht tun würden. Die Gedanken sind frei, aber das bedeutet in keiner Weise, dass sie tun und lassen können, was sie wollen. Anstatt andere zu beschuldigen, sehe ich jetzt, dass meine hohen Ziele durchaus die Ursache für alle Ereignisse der letzten Monate sein könnten. Ich fühle mich dafür verantwortlich, mehr als jeder andere von Mitgliedsports. Müssen Sie so einen komischen Namen haben? Als Konsequenz daraus werde ich mein aktives Engagement in dieser Gruppe einstellen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es zum Wohle aller Beteiligten sein wird, insbesondere meiner Studierenden. Der hat an der Uni. Wie jetzt? Stellegrad, dieselbe Stellegrad, bei der gerade die Bombe hochgegangen ist. Ich werde jetzt nicht nochmal wiederholen, was ich über Zufälle denke. Bisher deutet alles darauf hin, dass Goldfield ein recht prominenter Dozent bei Stellegrad war und einige der Studierenden bei Thor hineingezogen wurden. Aber wieso sollte er die Uni in die Luft jagen? Hat er sie etwa gezielt für seine Sache angeworben? Wir müssen diese Studierenden identifizieren und herausfinden, wer von ihnen noch bei Thor mitmischt. Was auch immer aktive Beteiligung heißt, dennoch interessant. Ich weiß ja nicht.
Na, das werde ich erstmal überspringen. Gedenkseite. Erkenntnis, Wissenschaft, Weisheit. Zu mancher Zeit schweigen sie alle. Sprengstoffanschlag auf Stellingen Campus bis auf Weiteres geschlossen. Gestern Abend wurde auf Stellingen Campus ein Sprengsatz gezündet, der sowohl einen Studierenden als auch einen Dozenten tötete. Mehrere weitere Personen wurden schwer verletzt. Die Behörde ermittelt. Das ist eine unsägliche Tragödie, sagte Stellingen-Präsident Hopkins während der Pressekonferenz, die heute Morgen stattfand. Angesichts der jüngsten Ereignisse ist es unmöglich, den alltäglichen Betrieb fortzuführen. Deshalb habe ich beschlossen, alle Bildungsangebote der Stellingen-Universität bis auf Weiteres auszusetzen. Aus diesem Grund wird der Campus zumindest für den Rest dieser Woche geschlossen bleiben und keine Lehrveranstaltungen oder Events stattfinden. Die Mensa zum besten öffentlichen Speisesaal im Wettbewerb, die besten der Nation gewählt. Welche Studiengänge gibt es denn so? Fachbetrieb, Technik, Biotechnik, Medizintechnik, Umwelttechnik. Medientechnik, Medientechnik, Hinweis. Dieser Kurs ist derzeit nicht verfügbar, da der Präsident in den Ruhestand getreten ist. Mediendesigner, Medienmanagement, allgemeines Recht, Wirtschaftsrecht, Strafrecht, Physik, angewandte Physik. Chemie, Biologie, Informatik. Als Koryphäe in seinem Beruf hat Abraham Goldfels mit Freunden die angebotene Professur im Bereich Medientechnik an der Stellingrad angenommen, von dem er leider im Herbst 2016 zurücktrat. Haben wir seinen genauen Namen? Seinen ehemaligen Job? Ist Ihnen aufgefallen, dass die Anschlagorte eng mit Zhu verbunden zu sein scheinen? Das könnte sich im Muster abzeichnen. Zhu hat 3 Protestaktionen abgehalten, aber es gab bisher nur 2 Anschläge. Das könnte bedeuten, na gut, das ist schon ein ziemlicher Schuss ins Blaue, aber wir müssen alles in Betracht ziehen, um einen weiteren Anschlag zu verhindern. Schauen Sie sich die Mitglieder von Through genau an. Finden Sie heraus, wo Sie die Protestaktionen abgehalten haben. Das könnte uns weiterhelfen. Zuvor war Professor als Journalist bei der Reporter einer renommierten deutschen Tageszeitung und war auch Vorsitzender des Globalen Medienethikkongresses. Das ist wichtig. Vorstand eines Ethikkongresses, die Eigenschaft jedes daherlaufenden Durchschnittsterroristen. Ich denke sie aber auch nur negativ, Kollege. Ach du Scheiße. Er hat ein Buch geschrieben. Die Gedanken sind frei. Das spricht gegen dich. Ja, er hat ein Buch geschrieben, aber das heißt nicht, dass er es war. Ich denke, unser nächster Schritt sollte sein, nach weiteren Mitgliedern von SLU zu suchen, wie diese Studierenden, die er erwähnt hat. Ja, das spricht zwar gegen ihn, aber... Delacroix? Die hat da studiert? Longley, der war auch da. Hallo, guck mal. Nochmal Schlagzeilen. Einmeldung. Erster Verdächtige im Zusammenhang mit Anschlägen verhaftet. Im Zusammenhang mit den jüngsten Anschlägen in Bonn wurde eine Frau verhaftet.
London vor ein paar Minuten berichtete die Bontoner Polizei darüber, dass eine Verhaftung im Zusammenhang mit den jüngsten Bombenanschlägen in der Hauptstadt vorgenommen worden ist. Eine junge Frau wurde dank der Ermittlungsfolge einer Spezialeinheit inhaftiert, sagte Polizeisprecher Kaufmann. Darauf, wie die Frau mit den Bombenanschlägen genau zusammenhängt, ging Kaufmann nicht ein. Inzwischen macht allerdings das Gerücht die Runde, die Verdächtige sei den Behörden bereits durch andere Vorfälle gut. Ja, ich weiß ja nicht. Das ist Spekulation, hallo? Willkommen beim System interner Stellingkurs anlernen. Wählen Sie eine Klasse aus, indem Sie folgende dreistufige Assistenten durchlaufen. Wintersemester, Sommersemester. Er war 2015 noch da. Er hat 2016 verlassen. Ist er nicht dabei? Management? Bei Medien? Medien, glaube ich, war das, oder? Nee, auch nicht. Ah nee, bei Technik, wenn dann. Aber da steht er auch nicht drin. War er hier dabei? Technik. Habe ich mich vielleicht verguckt? Habe ich zu schnell gedrückt? Da, Goldfilz. Willkommen beim System interner bla bla bla. Artikelnummer, Anmerkung angefragt, Thesis über Thema dieser Veranstaltung, Eddie Cody, Cole Moran, Dodo, Drew Abigail, Sonja, Arthur, Benjamin, Sanders, mehrfach verspätet, oh mein Gott, Juliet. Den Namen haben wir doch schon mal gesehen, oder nicht? Genau, sie war eine Freundin von Miss Watergate. Studentin von Goldfields ist also obendrein. Das ist genug für einen Bericht. Geben Sie mir ein paar Minuten. Nein, das ist nicht genug. Hallo? Hör auf damit. Gut, wir haben die Berechtigung, Miss Carrington zu untersuchen. Ah, okay. Untersuchen, okay. Miranda Santos. Hallo, William. Okay. Hier keiner mehr. Medien. Habe ich hier vielleicht irgendwo? Medien. Recht? Nee. Benjamin. Dabei. Muss alles durchgehen. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. War ich gerade hier? Da war er ja schon weg eigentlich, ne? Benjamin,
Nee, Goldfels, hier ist er. 2016, also ja, im Herbst ist er dann gegangen. Was da hinten? Harrington, Juliet. Anmerkung, Masterson sind Säulen des Erfolgs. Vor allem, sie hat eine Note 1. O'Donnell, den habe ich auch irgendwo gelesen. Harris O'Donnell, ja, den Namen haben wir schon bei Miss Watergate gesehen. Ich werde das sofort melden. Wir haben die Freigaben, Harris O'Donnell als Zielperson anzusehen. Das heißt, sie haben nun noch mehr zu tun. Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Harrison und Juliet, das müssen die Studierenden von Goldfields Breakthrough sein. Gut gemacht. Das war's mit der Folge und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schräger Content gefällt. Und aktiviert natürlich die Glocke, um nicht zu verpassen. Ansonsten, bye, eure Nike.